本日は非常にお足元の悪い中、ヨハナ・ツォイルの、リップリングスビューネにお越しいただきとてもありがとうございます。どうも、これからの、2時間ショーを楽しんでください。
weit spielen, unseren Welt verloren. Nimm meine Hand, ich fühl mich sicher da, wo du bist. Komm, wir fliegen in den Sternenhimmel, wo noch alles gut ist. Ich brauch kein Geld für so lange im Mond. Wenn du da bist, hat sich das schon gelohnt.
Ja, ah, da ist ja noch das Mikrofon. Ja, ich habe euch einen alten Song mitgebracht. Es gibt ja manchmal Leute, die sagen zu mir, Mann, so toll, du machst immer neue Lieder, ständig hast du neue Lieder. Das stimmt gar nicht. Deswegen freue ich mich besonders über dieses Kompliment, weil es nicht stimmt. Man muss einfach nur darauf achten, dass die Lieder alt genug sind, dass die Leute sie nicht mehr kennen. Also älter als 5 Jahre reicht schon. Und es darf natürlich kein Hit sein. Da muss man natürlich aufpassen. Man darf natürlich nicht Hits schreiben, sonst kennen die Leute das. Aber wenn es alt genug ist, ist es kein Problem, geht wie neu durch. Also, aber euch verrate ich, es ist ein alter Song. Er heißt Chance von der Tür. Könnte man übersetzen mit abenteuerliches Lied. Das Lied selber ist nicht auf Französisch. So abenteuerlich ist es noch auch. Für euch zu singen, ihr wisst nicht, wie gut das tut. Wie schade, dass ich gar nicht lange bleiben kann. Im Anschluss muss ich nämlich noch einen Drachen töten. Grad kam der Anruf und ich Arschloch sag, na gut. Mein Zug geht spät um 11, doch ich muss erst nach Haus. Spezialequipment ist für diesen Job vonnöten. So schweineteurer Profi-Drachentöter-Krempel, den ich hier nicht dabei hab, wie sähe das auch aus? Im Grunde könnte das auch mal ein anderer machen. Doch ich bin halt zu gutmütig, ich hab so'n Stempel auf meiner Stirn, dort steht zu lesen, euer Neger. Der Krämer hat grad nix zu tun, nimmt der drin Drachen. Jedoch ein anderer, wer soll das schon sein? Ich wüsste grad niemanden, gewitzt, athletisch und integer. Bewandert in Magie, Mythologie und Mord. Hinzu kommt, dass ich den erst einarbeiten müsste. Für manches Wissen zahlt man mit sehr harter Währung und nimmt's oft dorthin mit, wo es keinem mehr was nützt. Noch immer glauben Leute, man befreie Frauen. Die Ansicht ist das Werk beharrlicher Verklärung. Nie ließ ein Drache eine Frau, die er geraubt, zurück ans Licht, ohne sie vorher zu verdauen. Zu keiner Branche gibt es so viel Vorurteil. Im Grund ist's auch egal, woran die Masse glaubt. Es gibt ja einen, der die Drecksarbeit erledigt. Ich mach die Drachen tot und euer Weltbild heil. Wenn ich aus meinem Nachtzug in den Morgen steige, die ersten Vöglein mahnen, hör wie eine Predigt, dem Wind geheime Spuren des geschuckten Feindes nur mühsam abgewinne, mich gen Osten neige, wo sich die Bergwand gierig in den Himmel frisst. Die Inschrift meines Schwerts, was es zerschlägt, vereint es mit jener Nacht, aus der es kam, am Schaft ertastete, nur um zu spüren, dass es auch das Rechte ist. Begrüßen mich schon in der Bahnhofsunterführung, verräterische Malereien seiner Quaste. Mein Weg führt mich hinein ins Innere des Berges, wo jedes Licht erstirbt und jedes Herzensrührung. Ich lad mir auf mein Handy einen Höhlenplan und lobe mir die Dienste dieses treuen Zwerges, der einzige Begleiter, den ich hier noch habe. Vielleicht seid ihr die Letzten, die mich lebend sahen. Erst wird das Passwort für den Berg erraten sein, dann öffnet sich der Fels, wem wurde er schon zum Grabe, und mit dem Vorsatz, mich demnächst zu pensionieren, steige ich um 6 Uhr früh ins Herz der Nacht hinein. Ich trage noch ein zweites Schwert, das heißt Geduld. 2 Instrumente habe ich zu navigieren. Das eine GPS, das andere meine Narben, die melden, wenn er naht, verlässlich alte Schuld.
Nur Blut vermag das Blut zu rufen und den Ruf des Bluts nur Blut zu hören. Alle, die hier starben, vernehmen als Gebein noch immerfort das Rauschen, wenn unversehens jener, der ihr Elend schuf, das Areal mit Flammen wie ein Flug durchmisst, das rings die Landschaft bebt, um dann erstarrt zu lauschen auf etwas, das nicht zwingbar ist in Zaun noch Schranken, dem sie ein Spielplatz ist mit klapprigem Gerüst. So bebt in meinen Narben, die sein Zeichen tragen. Ich nenne es auch gern die Handschrift seiner Pranke. Die Auskunft, wie viel Nähe ich bereits gewonnen zu dem, den ich besuch, um bald von ihm zu sagen, dass es ein Ende mit ihm habe, dass er nun dem Sagen angehöre, dass sein Blut verronnen oder um mein eigenes ihm anzudienen. Was ich nicht will, dass man mir tu, muss ich ihm tun. Denn wenn das Blut ruft, folgt dem Blute Blut, Herz heißes Zahlungsmittel, gültig unter Kühnen, wie jeder Fluss das Meer sucht, ihm sich Sehnen schenkt, so sucht das Blut des Kriegers Krieg und steile Flut. Geduld allein wächst jene Flut herbei, ans Ziel kommt man am Ende doch noch schneller als man denkt. Viel Zeit verrinnt im Stein, einander aufzuspüren, doch geht es dann ans Töten, braucht's der Zeit nicht viel. Ganz schön lang, das Lied. Vor allem ist es erst Halbzeit. So viel vielleicht, wie ich für einen Schlag der Saiten verbrauche, braucht's den einen Todesschlag zu führen. So lang, wie's dauert, euch noch einmal anzublicken, dass euer Blick mir bleibt in düstereren Zeiten. Und so gewiss, wie ich mir meines Sanges bin, der lange schon berechnet ist, euch zu bestricken, so unbeirrbar, wenn nicht gar noch viel bestimmter, muss jener Schlag sein, dann streckt er das Untier hin. Kein Augenblick verrinnen zwischen der Begegnung mit ihm und dem, was ihm endet, stockst du, nimmt er dein Stocken gleich beim Wort, brennt es in dich in Stein, erschrickst du, kommt er über dich mit des Schreckens Sinn. Wie zu eurem Herzen, Freunde, euer Kopf mir Zutritt weiß, muss auch auf seinem Kopf allein ich gleich mich stürzen, ihn beherzt vom Halse trennen, verschließt er doch nicht nur das Blut als dummer Pfropf. Er ist's, der Feuer sprüht, der Blick und Glieder lenkt. Nun freilich weiß nicht nur, wer meint sich auszukennen, dass Drachen sich mit bis zu 7 Köpfen schmücken, ach gern 107, doch nur einem Kopf, der denkt. Glaubt ihr, er braucht die Köpfe, um zu diskutieren? Er braucht sie nur zur Täuschung, doch in ihren Blicken sieht man, dass sie nichts sehen, manch eines toten Ritters, verlorenes letztes Dreinschauen, zynisch referieren. Nur eins der Augenpaare blitzt dich wissend an, nur eins kennt den geheimen Quelltext des Gewitters. Nur eine Stirn beherrscht die rasende Maschine, die Herrschaft stürze und die Blutflut rollt heran. Ist ein Strom der Schwärze, stinkend, zäh vor Dreck. Wer darin feststeckt, cancelt erstmal ein paar Termine. Sehr schlecht geeignet, um darin ein Bad zu nehmen. Wo Drachenblut auf Menschenhaut trifft, ätzt's sie weg. Und darin wartend werd ich an euch denken, Freunde. Die Welt und euch erst ahnend nur als blasse Schäden. Als ob ich selbst das Ungetüm ganz nebenbei nun eins geworden wäre mit dem Krustgenfeind, des Nachlass ich in Plastikbeutel fülle, die ich an die NASA schicke und ans FBI. Von meinem Arbeitsplatz 2 Fotos fürs Archiv und tschüss, der Rest ist Schweigen und Bürokratie. So ist's auch um mein Lied bestellt, wenn's enden soll, dieweil ich mich verbeuge, demütig und tief, denk ich mir, jeder hat so seins, worin er gut ist, und ihr könnt halt gut zuhören, ich find sowas toll. Und doch glaubt ihr am Ende nichts von alledem, was ihr gehört habt, ahnt kaum, was Stolz, was Mut ist, nicht zweifelnd, dass ich bald schon wiederkehren werde. Ich muss gestehen, solch Zuversicht wirkt angenehm. Auf einen, der nicht weiß, ob ihm sein Glücksstern leuchtet, der nicht erahnen mag, wie lang die alte Erde ihn noch erträgt am Zigarettenautomaten, führt mich mein Weg vorbei am Tresen, Bier gefeucht.
Bespreche mit dem Wirt, als ob nichts wäre, wann ich wieder für euch sing. Wohlan, es rufen Taten. Geburtstag, und einer hat da immer Geburtstag, weil keiner hat und einer ausgetrudelt. Ja. Und wir feiern so schön, was kommt ein Sturm? Ich denke, was ist jetzt? Wir wollten noch ein bisschen Tischtennis spielen. Ist der Ball weggeflogen? Haben wir einfach weiter gespielt. Wir fahren mit den Kelle, man kann sie ja nicht, und die ist ja peinlich. Dann kam die junge Frau, hat gesagt, mir fehlt einer heute Abend. Können Sie mal aushelfen? Ja, ich habe gesagt, will ich mal eben halt mal, will ich mal nicht so sein. Und nun bin ich hier. Ja, was ist hier? Klatsch mal noch ein bisschen. Ich muss hier noch mal holen. So. Pass auf. Da hat sie gesagt, überlegst du dir was, die Johanna? Ja, danke, das ist, Johanna, du bist eine Kanone, wirklich. Überlegst du dir was, lass dir was einfallen. Die Juli gehört, ist ausgefallen, ist der Bahn nicht mehr weitergekommen. Und und dann habe ich mir ausgedacht, folgendermaßen, hab gedacht, da feiert hier mit Johanna, ja, hör auf, jetzt mach keine Motten. Ich hab dann gedacht, feier ich mit meinem Leben Zuschauern hier in der Farbe? Silvester. Da ist ja geil, haben wir Silvester frei. Brauchen wir nicht irgendwo hin, brauchen wir den einladen, brauchen wir den Essen machen, müssen wir nur hören, können wir machen, was wir wollen zu Silvester. Kannst du Buch lesen, kannst du mal Fernsehen kicken oder ein bisschen auf dem Sofa rumfühlen. Ganz zwanglos, was gerade so ist. Jetzt ist es folgendermaßen, muss ich euch erzählen. Letzten Silvester war ich so hackedicht, dass ich um 10 Uhr eingeschlafen bin. Vormittags. Und jetzt hat meine ganze schöne Knallkiste. Mit meinem ganzen Silvesterfeuerwerk konnte ich nicht abfacken, wo ich mich schon 3 Wochen vorher drauf freue. Und habe ich gedacht, machen wir jetzt hier. Und zwar werden jetzt verschiedene denken, die ihnen klatschen, die anderen werden sagen, wie wir hier Feuerwerke, das ist doch gefährlich, das stinkt, knallt. Mein Feuerwerk stinkt nicht, knallt nicht, knallt nicht. Weil ich bin der Erfinder des ersten Öko-Feuerwerks. Warte. Ich habe mich in meinen Hobbykeller an die Bastelstraße gestellt, habe meine Zollstocksammlung aufgelöst und habe die zusammengelötet mit Lötkolben und habe das erste mechanische Holzfeuerwerk entwickelt. Aus Holz. Muss hier noch kurz ein bisschen räumen. Knallerbsen!
Aber es stimmt nicht, kracht mich gleich nicht. Ja, nee, ach, hör doch auf, ich kann doch nicht kaputt, ich bin gar nicht. Rakete! Auf Holz! Auf Holz, Rakete! Ich mach die Rakete und ihr macht die Geräusch. Ihr macht die Raketengeräusch. Ich mach die Rakete hoch. Ihr macht immer dann immer einmal Yahoo. Wenn die Rakete oben ist, macht er BAM! Ihr probiert das jetzt erstmal kurz. Ich mach noch Luft holen. Luft halten, nicht rauslassen und einmal Yahoo. Das ist eine sehr schöne Gruppendynamik in der Bahn hier. Jetzt kommt noch eine Rakete, versucht gleich noch eine Rakete. Jawohl, das ist jetzt eine China 12er Böllerbox. Wir machen noch 12-mal hintereinander, alle Mann, und los geht's und dort. Bam! Und los!
Ihr nehmt alle jetzt eure Kiefer. Ja, hier. Martine, schleift so. Greif zu, sofort. So, hier, warte, hier. Ja, hier, hoch, ja. Oh, hier sind Mausepäulchen. Ja, die kleine Johanna, dann noch inne. Habt ihr noch, hier sind Druck. Und ihr steht schön mit den Raketen auf, haltet die Raketen hoch. Ich hab bestimmt noch mehr. Nee, alle weg. Nee, ich hab noch mehr. Hier. So. Haltet die Raketen hoch. Wenn du jetzt mit dem Ding da rumfummelst, denkst du, ich seh dich nicht. Aber ich seh dich trotzdem. Hier ist bloß eine Leiste, hab ich dich verarscht. Willst du Kinder haben? Weigerst dich? Du bist eine kleine Rebellen. Super, hier bist du ohne. Ganz viel verstockte Leute haben wir hier heute überhaupt. Ein langer Scheiß der Hund drauf. Also klar. Und jetzt Musik! An die Musik! Jawohl, wir feiern jetzt Silvester! Die Raketen hochhalten, die Quatsch, die. Jawohl. Ja, jetzt. Darf ich tanzen werden?
Ich habe gestern, das ist eine Perücke, ne? Die haben mich verunstaltet. Ich war in der Pappelallee, da war Eröffnung von so einem Friseurtypen. Das waren so Türken, die hier im Prenzlauer Berg arbeiten wollen. Und die haben Come to Cut mit A. Ne? Ich dachte, 18 Euro statt 9 Eröffnungsschnitt. Ne? Dann haben natürlich viele drauf eingefallen, ich auch. Ich dachte, endlich mal was sparen. Ne? Ich da rein und es war total voll, total anders. Ne? Und da haben sie noch wahrscheinlich noch einen Freund gefragt, einen Freund, das war kein Friseur, bestimmt, das war so ein Bodybuilder. Ne? Der stand da so vor mir und hat gefragt, 12 oder 15? Ne? Ich dachte, wie jetzt? Ja, Millimeter, 15, habe ich gesagt. Da hat er echt mit der Maschine, ne? Und 2 Minuten war er durch. Ne? Hier, das ist richtig, das ist das, deshalb zahle ich zurück. Ne? Also, die Beatrix von Storch, die wohnt in der Zionskirchstraße 3. Oder das bist du. Geht immer nach in die Ankammerstraße zum Lemongrass, ne, und frisst dann mal Kokosblütenprodukte, ne? Da kann man klingeln. Sie haben sich steht dran, Storch, ne? AfD, mal fragen, was sie so freuen. Abendland Bibel, Morgenland Koran. Abendland Hut, Morgenland Turban. Morgenland, das ist für mich Konstantinopel, Abendland, Forms. Abendland, das ist für mich Europa, aber nicht die EU. Morgenland, Skorpion im Schnabelschutz. Morgenland, Mürre und Dürre. Abendland, Grünkohl mit Bregen. Abendland, Sesam, öffne dich. Abendland, Schlüsseldienst. Im Abendland, da thront die Lorelei. Im Morgenland wohnt die Katzenfrau 18. Das Abendland ist schon so oft untergegangen, doch geht es immer wieder auf. Morgenland, kleiner Muck von den Gebrüdern auf. Morgenland, Abendland, schön, wenn man sich da auskennt. Da fliegt ein Teppich mit einem Renu, das ist da unten ganz normal. Der Renu fliegt zum Besuch oder zum Basar oder zum TÜV in ein Teppich geschützt. Morgenland, Burka, darunter heiße Lingerie. Abendland, Casual. Im Morgenland ist die Frau ein Mensch zweiter Klasse. Im Abendland stehen wir alle auf dem Boden des Grundgesetzes. Die Väter des Grundgesetzes haben ein gutes Grundgesetz gemacht, auf das wir alle stolz sein können. Die Mütter des Grundgesetzes haben den Vätern des Grundgesetzes den Rücken freigehalten. Väter des Grundgesetzes ein gutes Grundgesetz machen, auf dessen Boden wir alle stehen können. Auch die Mütter des Grundgesetzes. Und wenn die Mütter des Grundgesetzes die Väter des Grundgesetzes gefragt haben, ob sie ein eigenes Konto öffnen dürfen, dann haben die Väter des Grundgesetzes die Mütter des Grundgesetzes gesagt, Marianne, gut, dass du fragst. So steht es auch im Grundgesetz. Im Abendland singt man Weihnachtslieder vom Blatt. Weil der Abendland so viel vergessen hat. Abendland, das ist für mich Goethe. Morgenland, eben, da sehe ich halt nichts Vergleichbares zur Zeit. Morgenland, der Türke stand vor Wien. Das habe ich ihm bis heute nicht verziehen. Morgenland, Abendland, schön, wenn man sich da auskennt. Wer fliegt da auf den Kielen nach Byzanz? Das wird wohl einer sein, der felsenfest glaubt an die Existenz des Morgenlands. Ich unterhielt mich mal auf Umgangsarabisch und fand es wundervoll. Frach, ach, heißt, ich steh auf dich, Baby, und krach, ich find das lol. Dankeschön. So.
danach vielleicht noch zu dem, was vor 2 Wochen war. Ich fahr durch meinen Wahlkreis mit dem Rad. Ich esse Bockwurst mit Kartoffelsalat. Ich bin Ihr Kandidat. Wählen Sie mich. Ich bin rasiert, meine Haut ist rein. Ein Vollbart flößt kein Vertrauen ein, hat mein Berater gesagt. Ich bin Ihr Kandidat, wählen Sie mich. Ah, Kamera, Kamera da, die Kameras laufen. Würde ich von mir einen Gebrauchtwagen kaufen? Ich sage ja, ich bin Ihr Kandidat, wählen Sie mich. Ich brauche nur 5 Stunden Schlaf, nur 5 Stunden, und das ist großzügig aufgerundet. Ich bin Ihr Kandidat, Kreuzchen, Kreuzchen, har, har, har. Ich bin ein Political Animal, Animal, bin wieder da. Liebe Kinder, liebe Hannoveraner, liebe Imker, liebe Oppelaner, liebe Landfrauen, liebe Sudeten, liebe Bürgerkrass, liebe Analphabeten, liebe Frau Otto, liebe Aschbettin, ich will euch alle mitnehmen, ich nehme euch alle mit, ich komme langsam in Fahrt, 5 Stunden Schlaf, hallo Hannover, hallo Essen, meine Herkunft werde ich nie vergessen. Als Kind hab ich den Kind aus den Fenstern gefressen, als werde ich nie vergessen. Beim Rotomär, Papa, hallo Zelle, hallo Stuttgart, ich mach mal fern, wo ich bin, der Kandidat, ich, der nicht, das ist mein Bodyguard. Ha, ha, ha. Ich bin ein Politiker, Animal, Animal, bin wieder da. Liebe Kinder, liebe Kanuten, ein Spiel dauert immer noch 90 Minuten. Ich erkläre euch die Welt, hyper, hyper, wenn China ein Sack reißt umfällt. Dam, 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 Kurzarbeit im Schönefeld. Dam, 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 so einfach ist die Welt. Hyper, hyper, ich schneide Schaum mit meinem scharfen Messer. Ich will nicht alles anders machen, aber vieles besser. Und jetzt hol mir noch ne Flasche Bier, Silvester, Silvester. Ich komm langsam in Fahrt, 5 Stunden Schlaf. Ich zieh jetzt das Kakett aus, ich bin schon speisnass. Wo ist mir die Torwand? Ich schieß auf jede Torwand. Wer mich kennt, der weiß das. Ah, ah, ah. Ich bin ein Political Animal, Animal. Bin wieder da. Ich bin Knorpelfischfachmann für Haie und Rochen. Ich bin Möbelgigant. Mein Name ist Jochen. Nee, Lieferzeit 4 Wochen. Ich heiße Jacques. Ich rede nur fuck ja, liebe Nutten, liebe Nonnen. Wahlen werden in der Mitte gewonnen. Wo die Mitte ist, bin ich. Wo ich bin, ist die Mitte. Also komm mal von den Rändern weg und wählt mich, bitte ich. Sag mal so, Platz ist in der kleinsten Hütte und die Hütte bin ich. Alles andere ist Titte, Mitte, bitte, bitte. So, haben wir das. Schöne Pause. Vielen Dank. Jemand? Bitte. Abpflücken. Ziehen. Ganz. Ja, ist doch gut. Wir können gehen, also müssen wir jetzt nicht auf mich achten. Komm ihn hinterher. Aber ziehen, richtig. Ziehen, ziehen, ziehen. Schön, dass ihr noch da seid.
weiß nicht, ob wir zusammen sind oder nicht. Wir hatten bisher keine Zeit zum Reden. Nur SMS, ich will keinen Stress bis morgen. Morgen war gestern, keiner von uns traut sich. Ich höre auf zu lästern, am Himmel traut sich. Ein düsteres Wolkenmeer zusammen, Vorsicht. Das Thema ist mir zu schwer, ich verliere dich. Yeah.
gelangt für dich aus leergedruckten Städten, wo wir gleich Wohnung hätten, sobald die anderen fliehen. Lies aus der Hand für mich von Feldern, die nur blühen, und wenn ich das bemühe, und Wälder nie verglühen. Zurückgreifen und behaupten, das Lied wäre ganz neu. Ich kann noch viel länger zurück. 1990 ist eigentlich gar kein Thema auf meiner neuen CD. Es ist ein Lied von 1970. Das ist fast älter als ich. Jedenfalls habe ich dieses Lied damals geschrieben, was ich gerade gespielt habe, das Land, kurz nach dem Fall der Mauer, wo meine Lebensbegleiterin und ich so ein bisschen am Mitfeiern gehindert waren, weil ein gerade neugeborenes Kind bei uns im Haushalt war. Wir kamen so schlecht weg und die Freunde riefen immer an und sagten, wo bleibt ihr? Wir sind hier auf Partys in Friedrichshain, das ist alles ganz toll, und wir saßen zu Hause mit dem Baby, und als Ersatz habe ich damals einen fast neuen Lader gekauft. Den gab es in West-Berlin beim Gebrauchtwagenhändler spottbillig, weil die Ostler alle sagten, was soll ich mit einem Lader, ich kann doch jetzt alles Mögliche haben, VW und lauter Zeug. Und die Westler sagten, na, ob so ein russisches Auto überhaupt fährt, das lassen wir mal lieber. Ich habe den sehr billig erworben, der fuhr prima, wurde irgendwann sogar geklaut. Das Geld fast noch zurück von der Versicherung. Und wir sind durch, als Ersatz für die Feten in Friedrichshain, dann mit dem Baby im Hintersitz durch diese wunderschönen Gegenden nordöstlich von Berlin gefahren, an der polnischen Grenze, und haben uns in diese Landschaft verliebt. Und unser Sohn hat natürlich mit dem Schnuller im Mund an ganz andere Dinge gedacht damals. Und deshalb habe ich dieses Lied geschrieben, um ihm, wenn er mal ein bisschen vernünftiger geworden ist, zuhören gelernt hat, um ihm zu vermitteln,
wie das damals, als er noch ganz klein war, war. Ich glaube, er hat dieses Lied in Wirklichkeit nie gehört. Irgendwann habe ich dann auch vergessen, nachdem ich 2, 3 Jahre sehr oft gespielt habe und hatte es völlig aus dem Kopf raus, bis so etwa vor 3 Jahren. Da kam eine Diskussion auf in den sozialen Medien, in denen ich mich oft umtreibe, natürlich über die Menschen, die hierher ziehen, hierher wollen, um in Sicherheit zu kommen. Und jemand schrieb einen Satz, bei Facebook, glaube ich, war es, den ich mittlerweile oft gehört habe, aber damals zum ersten Mal, der schrieb, wenn das so weitergeht mit diesen Flüchtlingen, dann wandere ich noch aus. Habe ich gedacht, na, das hat auch so eine Logik. Dann versuch doch mal nachzuweisen, dass du aus einem unsicheren Herkunftsland kommst, dann kriegst du vielleicht noch irgendwo anders eine Stütze oder so. Und vor allen Dingen das Tolle ist, du schaffst einfach Platz, wenn du auswanderst. Ich denke immer, solche Leute haben in erster Linie Angst vor jeder Veränderung. Aber dann gibt es die anderen, die ich auch sehr gut kenne, so etwa in meinem Alter, die ihr ganzes Leben lang der Überzeugung waren, ihr ganzes erwachsenes Leben lang der Überzeugung waren, diese Gesellschaft müsste von Grund auf geändert werden, und zwar von der Wurzel her. Und mit dieser Hoffnung und dieser Überzeugung haben sie dann ein ganz schön gutes Leben geführt. Und haben diese Hoffnung aber trotzdem nie so richtig verloren. Und jetzt das. Ich habe immer erwartet, dass das mal kracht im Gebälk, dass der Boden uns wegbringt, dass Semper Vivum verwelkt. Wir sind reif, wir sind schuld, wir sind müde. Und die kommen sich holen, was sich nicht mehr vor ihnen verstecken lässt. Und zwar mit brennenden Sohlen, mit allen Rechten der Armen, nicht als Bittsteller mehr, sondern kalt, konsequent, kompromisslos, revolutionär. Doch das ist viel zu früh, ich find's ja richtig, doch der Zeitpunkt haut nicht hin. Viel zu früh, die sind in dem Bewusstseinszustand gar nicht drin. Viel zu früh und so Mama Merkel-mäßig, wie das losgeht, klappt es nie. Und außerdem habe ich geglaubt, wenn die mal kommen, dass ich dann längst über den Jordan bin. Natürlich ist es scheinheilig, die Flüchtenden in Gruppen einzuteilen, in die Echten und die Falschen, die Verfolgten und die Masse von auf Wohlstand geilen. Diese Welt ist wie ein Schlachthaus, nur ein paar Eckchen bieten Sicherheit. Und wenn so ein Eckchen überrannt wird, dann ist das bitter, aber auch ein Stück Gerechtigkeit. Auswirkung des globalen Sturms, in dessen Mittelpunkt wir leben. Wir leben gut, weil der Sturm tobt. Wir hätten allerhand zurückzugeben, außer immer nur Waffen. Aber jetzt ist das vielleicht doch noch etwas früh. Es kommt so ungeplant. Der Zeitpunkt haut nicht hin. Viel zu früh. Wir stecken selber tief in einer Umbruchphase drin. Viel zu früh. Und außerdem das religiöse Zeug, das damit anschwemmt, das packe ich nie, entspricht so gar nicht unserer europäisch aufgeklärten Theorie. Aber immer höre ich, red nicht dauernd, hilf doch lieber mit. Alle sagen jetzt, red nicht dauernd, hilf doch lieber mit, als wenn ich dauernd reden würde. Ich höre das von meiner Frau bis hin im Radio, vom Vorsitzenden beim Bund der Industrie. Ich stelle mich ans offene Fenster, ich atme kräftig ein und sage, leise aber deutlich, hoch die internationale Solidarität. Mensch, was haben wir das früher oft gerufen und wie schräg klingt das mittlerweile. Aber viel schräger klingen für mich diese neurechten Figuren, Botho Strauß, Lothar Dijk, Matuszek, die Stars in Lehrerzimmern und Beamtenfluren, denen jetzt nichts dringender abgeht als diese deutsche Identität. Aber mit dem persönlichen Vermögen auf den globalen Märkten, hey, kommt mir nicht so blöd, ein frischer Wind von draußen und ihr besitzt ganz wahrer, knicktet ein mit eurem Knie, mit eurem biederen sozialen Regelwerk, aber wer kann das wollen, doch nicht wir Linken, das wäre einfach viel zu früh.
Wir müssten auf den Umsturz vorbereitet sein. Viel zu früh und der IS-Terror bringt sowieso nur wieder Chaos rein. Wer blickt noch durch? Meine Klassiker sind längst auf Sendepause. Und mein privater Plan war eigentlich, paar nette Jahre noch und dann einfach leise abzupausen. Unsere Wohnung ist sehr groß. Ich denke manchmal zum Verlaufen. Mit einem fremden Herrn im Schlepptau kam meine Frau zurück vom Einkaufen. Das ist Herr Dr. Sali, Lehrer für Sport und Deutsch aus Homs in Syrien. Er wird jetzt bei uns wohnen, mindestens bis zu den großen Ferien. Sie sagte das in einem Ton, bei dem es sinnlos ist zu widersprechen. Und ich bin gerne gastfreundlich und weiß auf meine stille Art mich dann auch an ihr zurecht. Mit einer guten Flasche Wein und Dr. Sali am Kamin sprach man von Mann zu Mann, von Thomas Mann und Heinrich Mann und Sartre und Camus und die Stunden gingen hin, bis ich ihn ansah und sagte, Ibrahim, wie ich ihn da schon nannte, ich glaube, eine revolutionäre neue Zeit bricht an, wie keiner von uns beiden sie schon kannte. Da lachte Ibrahim, schaute sich um und sagte, oh, das tut mir leid. Ich war so lange unterwegs. Ich fühle mich wohl hier. Für diese neue Zeit finde ich es eigentlich noch etwas früh. Ihr habt es hier doch gut getroffen. Viel zu früh. Prost auf die alte Zeit. Die lässt mich hoffen. Viel zu früh, sagt sogar mein Gast. Er sagte, es tut so gut, wenn sich mal gar nichts ändert. Und wenn man einfach ohne Angst durch eine schöne Straße verkleidet, kommt man zum halben Preis rein. Da kommt wieder das mit dem halben Preis. Also Perücke, ne? Ist wieder angesagt.
Schalmeier. Am Eingang ein Schild aus getriebenem Kupfer. Kinder unter einem Schwertmaß, Eintritt frei. Tandaradei. Ich lief am Boden vorbei. Ah, Ledergürtel in der Riemenschneiderei. Mein Herr hier wird noch ziseliert. Gevatter für 4 Taler ein Stockbrot, für den Stock ein Taler Pfann. Tandaradan, ein Gaukler mit sehr langen Schnabelschwung lief vorbei. Jokus für Jung und Alt, Possen und Schnurrpfeiferei. Auf der Bühne jetzt Medieval Rock, mit der Gruppe Schandmaul, mit E-Gitarren. Ich ging zum Mietstand und kaufte ein Horn Miet. Miet ist Wein aus Honig, der sehr schnell dreht. Neben mir sagte ein blasser junger Mann, der Norden zieht ihn magisch an. Felsen und Germanen waren unsere Ahnen. Germanen und Kelten lebten in Zelten, sangen im Freien auf Zimbel und Schalmeier, weil sie keine Keyboards hatten oder Schallplatten, und sie sangen. Ich saß auf einer Szene und dachte Bane mit Bane. Darauf setzte ich den Ellenbogen, ich hatte ihm in der Hand gesmogen, das Kinne. Und Amy wankelt. Ich stand vom Dixie-Klo, vor mir ein Druid und ein Schmied. Thors Hammer flog vorbei, Tandaradei. Auf der Bühne jetzt Martina, das Spiel weht, blink, blink. Mit ihrer neuen CD, pardon, ihrem neuen Silberling. Am Silberling stand, waren alle dabei. Die Gruppen Schandmaul, Corvus Coax, In Extremo, Tanzgut, Heimaterde, Dunkelschön, Augenfeinde, Nachtgeschrei, Rabenbrüder, Reinkarnatus, des Geos schwarzer Haufen, vogelfrei, Ragnarök, Ohrenpain. Das U ist U des Stockbrots. Ich fragte, führen Sie auch die Gruppe Feuerschwanz, die macht jetzt keinen Medieval Rock mehr, die macht gerockte Renaissance. Nach 8 Körnern Miet fühlte ich mich sehr. Wahrscheinlich Import-Export oder auch einfach nur so, um sich zu treffen, zu Netzwerken, man weiß ja nicht. So viel Abwechslung gab es im Mittelalter nicht. Es gab kein Freizeitangebot, kein Offel und kein LOL. Und das Angebot bei Netflix war noch nicht so doll. Viele sind aus Verzweiflung gestorben, weil es nichts gab. Außer dem Mittelaltermarkt, das war ein Märkte. Gott, wie der Name schon sagt, das Mittelalter. Natürlich auch für Kinder und für Greise, aber in erster Linie halt fürs Mittelalter. Also von 13 bis 39, denn mit 40 war man im Mittelalter kein Mittelalter mehr, sondern ein Richtigalter. Mittelalter war eine Zeit mit 80% Kindersterblichkeit. Die
Erde war eine Scheibe und die Mützen waren aus Metall. Und ging der Herr auf Reisen, war die Schlüppis der Frau aus Eisen, die wurde abgeschossen. Voll Narkose war eine Frage des Mars, man sprach Latein, die Mehrheit ließ es sein. Normalität, der Analphabet mit mir. Drehen mal tönt das Horn, der Ruf der Nachtwächter schallt über den Plan. Launig jedermann ermahnend, dass Itzo die Zeit sei, den heimischen Strohsack aufzusuchen. Salte, wenn ich einmal traurig bin, trinke ich noch ein Horn. Wenn ich einmal traurig bin, trinke ich noch ein Horn. Wenn ich dann noch traurig bin, fang ich an von vorn. Und roffelte von dann. Ganz schön, so als Danke. Nur damit man es mal so, das, ne? Das war ein Popping und ein Locking. Ich habe Cortison von diesem schönen Körper. Das weiße Haar am Sack, das Knacken in den Knien, minus 10 Dioptrien, Drecksbiologie. Ich sehe alles verschwommen, wie bei Matisse und Monet. Mein letzter Wille, eine Gleitsichtbrille und meine Haare wie Hermann von Federn, vorgestern noch. Ich war mein kleiner Goldbarren mit der Post. Ich dachte, what the hell? Danke für alle Treue, Sie sind jetzt Platin-Kunde bei Divitel. Ja, ja, so jung kommen wir nicht mehr zusammen. Man ist so alt, bla bla, wie man sich fühlt. Und der Schweineigel bla war schon wieder vor dir da. Und der sagt, ich bin neu hier. Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Was uns nicht umbringt, bla, macht uns halt. Und der Igel ist schon wieder vor der Rache. Ja, ja, die Liebe, die kann man nicht kaufen. Und die Null muss stehen und der Bass muss laufen. Die Liebe, die kann man nicht kaufen. Und die Null muss stehen und der Bass muss laufen. Bass, Bass, 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 Bass muss laufen. Elvis hab ich überlegt, auch Lex Dean und Bruce Lee. Yippie! Drecksbiologie. Immer wenn ich was vergesse, dann denke ich, war das jetzt Desinteresse? Oder sind das Alterungsprozesse? Da wachsen Haare aus dem Rücken, aus der Nase und aus dem Mund. Liebe Haare, was ist euch wichtig? Und sie sagen, joi, Schlafkomfort. Ich war noch nie bla bla auf dem Himalaya. Und was habe ich auch davon? Geht vor irgendeinem Panorama und betrotzt den Horizont. Ja, ja, den Kral, den wollte ich mal finden. Und die Mühe ist ganz normal, doch die Mühe macht den Klapp. Ja, da steh ich da und meine Tage verschwinden. Ich nehm zu und das Leben nimmt ab. Der Hase läuft, der Mensch, der rinnt. Andere Schuhe, wieder mal ein belebendes Element. Liebe, die kann man nicht kaufen. Und die Nullen muss stehen und der Pass muss laufen. Was, 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 was,
genau, Leute. Was man loben, was man, was man loben, was man, was man loben, was mein Herz nicht sagen kann, sagen Pulver aus Amsterdam. Was mein Herz nicht sagen kann, sagen Pulver aus Amsterdam. Morgen wird vorbei, der Nacht ist so schön, und der verweilte Arsch, der will gar nicht wieder gehen, so auf diese schönen Augenblicke, die ich täglich blicke. Du kommst aus deinem Mann im Haus. Irgendwann schon, aber dann ist es aus. So, dann tschüss. So eine Bridge, eine Bridge kann man, ist so eine Durchführung. Die Straße hat man gar nicht mit im Blick, wenn man vom Sofa aus dem Fenster sieht. Stattdessen Dächer, Himmel und an kalten Tagen raucht er aus dem Schornstein ziehen. Erste gegenüber sind der Bug von einem Dampfer und des Trabants der Wind. Wolken, die uns glauben machen, dass wir hier beim Zuschauen in Bewegung sind. Schau nochmal von der Küche raus zum Hinterhof, am besten wenn am Abend spät. Nur Lichter aus den Wohnungen, den Laubbaum zeigen, der in ihrer Mitte steht. Flackert RTL die Wand an, dazu rumst und scheppert es synchron. Im Hostel wird auf Englisch diskutiert und unterm Dach übt jemand Saxophon. Wir müssen raus, wir müssen raus, wir müssen raus. Schlafzimmer bist du dem Laubdach näher, es beschützt dich vor der lauten Welt. Bloß nicht vom Sturzbach in der Wand, der plötzlich wie ein Urwaldregen niederfällt. Welcher Schlaf kann süßer sein als der, aus dem man manchmal aufschreckt und denkt, Mist, das Baby schreit, gefolgt von der Gewissheit, dass es ja nur das der Nachbarn ist. Baby triffst du später mal im Hausflur, es kann schon allein die Treppe gehen. Wahrscheinlich hat es Ohrstöpsel im Ohr und Abitur beim nächsten Wiedersehen. Unten an der Treppe liegt der Kram, den Nachbarn, Nachbarn zur Verfügung stellen. Rosa Pullis und ein Nena-Album und du kannst dich gleich dazu gesellen. Denn wir müssen raus. Wir müssen raus, wir müssen raus. Das Knarzen jeder Diele kannst du für vor Gott notieren, doch nur du. Gibt's den geheimen Platz im Erker, wo man Netz hat bei O2? Es wird sich nicht viel ändern, wer demnächst hier einzieht, sagt auch dann und wann. Mal den Router aus und dann gleich wieder an. Das waren die Frauen. Und ach Liebling, machst du bitte mal den Router aus und dann gleich wieder an. Das geht noch lauter. Ach Liebling, machst du bitte mal den Router aus und dann gleich wieder an. Und die Männer. Ach Liebling, machst du bitte mal den Router aus und dann gleich wieder an. Ist für mich zu tief, für euch nicht unbedingt. Und ach Liebling, machst du bitte mal den Router aus und dann gleich wieder an. Ihr könnt noch switchen. Ihr sagt, ihr seid lieber in der Alarmgruppe. Ach Liebling, machst du bitte mal den Router aus und dann gleich wieder. Das Schmucktor, das den Straßeneingang festlich ziert, empfing uns als Ruine. Heute ist es restauriert. Sieh an, der Kiez entwickelt sich. Sagt der Mops zum Bienenstich, sagt der Bienenstich zum Mops. Ich kommentier das jetzt mal nicht. Wir müssen.
noch ans Planetarium? Wir waren mal da. Als du noch etwas kleiner warst und noch nicht so viel Netflix sahst. Wir waren ursprünglich zu dritt, doch Simon kam dann doch nicht mit. Er so, ich hab ne Brille, die kann Virtual Reality. Die macht mir auch so ein Sternenzelt. Und wenn ein Stern mir nicht gefällt, dann kann ich dem nen Schnauzbart malen. Und ich soll 7 Euro zahlen im Planetarium, im Planetarium. Fernschienen durch die Bäume weiß, das große Spielzeug von Herrn Zeiss. Erst Karten kaufen, dann erstmal noch warten, dann ging's in den Saal. Dort hat sich räkelt der Projektor schon mal nach uns ausgestreckt, mit lauter kleinen Lämpchen dran, die waren natürlich noch nicht an. Wie ein verwachsener Stumpf im Winter ragte er gespenstisch in den hellen Himmel, grau und dicht, da brannte noch das Deckenlicht. Im Planetarium, wir setzten uns quer mitten rein, wir waren aber nicht allein. Eine Grundschulklasse saß mit drin, nebst aufgeregter Lehrer. Frau Krupsch, ich müsste noch mal sehr, sehr dringend, nee, jetzt geht's nicht mehr. Und wirklich dunkel war's, man sah kurz nichts mehr, nur die Smartphones, klar. Sophie Atreju Ladislaus macht ihr jetzt wohl den Dingen aus. Drauf die im Chor, warum? Im Planetarium. Erst lief noch spacige Musik vom Synthesizer und von Grieg. Und dann, nun ja, der Mond erschien und schien schon seines Wegs zu ziehen. Doch schoss dann näher, wie bekloppt. Zum Glück hat er noch abgestoppt und dann wer die ganze Pracht mal so per Knopfdruck angemacht und rumgewirbelt. Weißt du noch, im Osten stiegen Bilder hoch, was sonst hier unbeweglich steht, das hat sich um und um gelebt. Nach einer Stunde waren wir raus, da sah der Himmel anders aus. Ein Wetter wie am jüngsten Tag, mit Donner, Blitz und Hagelschlag. Schnell in den Bus, wir hatten Glück, ein letzter Blick auf jene dicke Kuppel, die nun andere barg, und rings auf den Ernst-Thälmann-Park. Da traten grad 2 Mitarbeiter raus in Sturm und Matsche rein. Denn rauchen, das wär dumm im Planetarium. Ich höre dich noch seufzen, das war fast zu schön. Doch weißt du was, es gibt so Sterne auch in echt. Die Chancen stehen gar nicht schlecht, dass wir heute noch die Venus sehen. Die müsste im Südwesten stehen, hoch oben Schwan und Herkules. Vielleicht kreuzt auch die ISS, nur eines sehen wir sicher nicht. So ein grün-weißes Notausgangslicht. Das gibt's gemeinsam mit den Urgewalten unseres Kosmos nur im Planetarium, im Planetarium. Und als Entertainer fragt man sich natürlich bei so einer Stimmung immer, wie kriege ich die jetzt wieder kaputt? Aber da gibt es ganz einfache Mittel, zum Beispiel Stimmungslied. Wenn man eine Stimmung kaputt kriegen will, immer Stimmungslied. Schon kaputt. Braucht das Lied jetzt praktisch gar nicht mehr, ist eigentlich schon. Aber wir machen es trotzdem. C-Dur, hatten wir das heute eigentlich schon? C-Dur, hat irgendjemand hier? Ne? Also, geht doch nicht. Ne, ein Abend ohne C-Dur. Ne? Hat gar kein Konzert stattgefunden, wenn kein Sinn. Mensch, da haben sie aber mal ein schönes Buffet, so wie ich den Zähne, ein schönes Buffet. Mensch, da haben sie aber... Sie denken, das wiederholt sich jetzt an der Stelle, aber das ist schon Zeile 3. Die ist bloß gleichlautend mit Zeile 1. Das ist, gut, das ist spitzfindig. Mensch, da haben sie aber mal ein schönes Buffet, wie ich den Zähne, ein schönes Buffet. Nicht zu kalt, nicht zu trocken, nicht zu scharf. Aber wenn ich eines sagen darf,
da fehlt noch Salz am Honigkuchenpferd. Ich bin sonst nicht der Typ, der sich beschwert. Doch keine 10 Trakehner kriegen mit in meinen Hals. Da fehlt noch Salz, da fehlt noch Salz. Da fehlt noch Bratfett im Orangensaft. Ich hab den Saft zur können ruhig, wenn Sie sich politisch einbringen wollen, das ist schon okay. Das ist, das, wissen Sie, das wäre auch nicht für mich, das ist dann mit dir Abend schöner. Falls das noch nötig sein soll. Kann man den hier irgendwie nochmal, ja, der ist immer aufziehen. Ja, man kann ihn aufziehen. Das ist, so viel Eier hätte ich auch gerne mal. So, aufziehen und dann einfach stehen beim Essen. Da fehlt noch Bratfett im Orangensaft. Ich hab den Saft zur Hälfte nur gestanden. Und wer hier sonst noch rumläuft, ist von flach wie ein Dübelbrett. Da fehlt noch Fett. Und da fehlt noch Fett. Da fehlt noch... Was fehlt denn eigentlich noch? Nee, ich bin erst bei D. Ich bin erst bei D. Egal. Da, ich glaube, das kommt noch nicht. Da fehlt noch Ihr Gesicht. Nee, Quatsch. Kommt erst das andere. Kommt erst. Da fehlt noch Fleisch, ganz wichtig. Da fehlt noch Fleisch im Couscous-Salat. Was ist genießen ohne Missetat? Bevor ich mir vor aller Augen in den Tempel breche mit dem Fleisch. Ja, mit dem Fleisch. Da fehlt noch Ihr Gesicht im Apfelmus. Sie fragen sich, jetzt tut das ja, ich tue. Jetzt hört ihr doch mal bitte auf zu zappeln, wie verrückt, ob ja noch gar nicht zu ihr kommt. Im Wackelpeter fehlt noch Kokain. Das muss so richtig blitzen, knallen und stehen. Dachte ich etwa Kokain, ich meinte Nitroglycerin. Hab's grad dabei, ich bin so frei. Apotheose, Verklärung, Katharsis. Sie fragen sich jetzt wohl, was hier geschieht. Ich sah ihr grinsen nach dem letzten Lied. Wie sagt man, wie die Honigkuchenpferde? Jedenfalls fehlte noch Salz. Da fehlte Salz. Bei mir zu Haus klettern 100 kleine Neger raus. Ich lass das Wasser laufen, damit sie schnell ersaufen. Ich will Saudi-Arabien sehen, ich will auch mal in Stadien gehen, bei der Hinrichtung zuschauen können und dabei leckers auf Deutschland machen. Kann nichts anderes denken. Spielen mit Mische versenken. Ich kann nichts mehr genießen. Kann mit mir Flugzeuge schießen. Lang. Ich reite den Tsunami, die Welle rollt an, wirft Städte ins All, macht sie zu Weltraumschrott. Ich will einen Paukenschlag vom lieben Gott, ich klebe am Bildschirm, hier will ich jagen, das Schlimmste vom Schlimmsten will ich haben. Ich will alle Infos, jedes Detail, sind Flut und Tornados, find ich geil. Schieß den letzten Tiger, nimm den letzten Flieger.
zu laut, alter Mann. Mit am Tisch sitzen meine Gefährten, schwarze Lippen und Männer mit Bärten. Zum Kuchen suchen mich Medusen, neben mir eine Traumfrau mit Atombusen. Ich kann nichts anderes denken, Spiel mit mir Schiffe versenken. Ich kann nichts mehr genießen, komm mit mir Flugzeuge schießen. Flipperwochen auf Bikini-Atoll, du und ich tanzen, die Strand war es voll. Hey, mit dem Netz wartet meine Armee, komm küss mich, du meine böse Fee. Ein weiterer Trupp sitzt in den Bergen, Roboterdrohnen sind meine Schergen. Hey, Barkeeper für mich und die Amazone, ein Molotow-Cocktail bitte mit Zitrone. Da passiert ja nichts, du frisst nur auf und spuckst nichts aus.
Tränen trocken. Thank you.
sein.